Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. So, wir stehen hier gerade in der Vault 19. Gecko verseucht. Vault 19. Und da geht's zur Schwefelhöhle runter. Ja, und wir wollen mal kurz jetzt rauf in die Vault 19 schauen, beziehungsweise ins Wohngeschoss. Und... Was machst du denn für Geräusche? Ja, ich würde mir gern die rote Schlüsselkarte besorgen. Blauer Sektor. Der hat sie schon mal nicht. Vorsicht. Wieso Vorsicht? Warum steht hier Vorsicht? Verstehe ich gerade nicht. So, da sind wir ja raufgekommen. Letzte Folge. Blauer Sektor. Ich hätte gern einen roten Sektor. Und irgendwas ist uns auf den Fersen, aber ich weiß nicht was. Irgendetwas sucht uns. Hat hier jemand blau? Blau? Der hat rot. Boah! So, ich speichere mal kurz. Ja. So, wir haben die Karte für den roten Sektor. Flugroboter hätte ich selber gerne. Nee, das ist meiner. Lass meinen IDI. Nehme ich auch gleich nochmal mit. Banuka-Gola. Können nicht schaden. So. Wir sind ein bisschen müde. Ein bisschen durstig. Ein bisschen hungrig. Ein bisschen müde. Da ein paar alte Nudeln. Und müde sind wir. Das heißt ein Atomcocktail. Zack. Und schon geht's uns wieder gut. So, wo geht's jetzt nochmal zum roten Sektor? Roten Sektor. Yay. So, hallo, hallo. Am besten unauffällig bleiben. Die RNK und die Legion werden sich bald die Köpfe einschlagen. Gut, im Moment kommt es mir aber so vor, im blauen Sektor wohnen so ein bisschen die RNK-Leute und im roten die Caesars-Leute. Liege ich da irgendwie richtig? Alles seltsam hier. Ich finde diese Vault irgendwie ganz, ganz seltsam. Vor allem, die ist noch ganz, das ist seltsam. Die haben sich noch nicht alle umgebracht. Und das finde ich ganz, ganz komisch. Für einen Fallout-Spieler so irgendwie verstörend. Flugroboter hätte ich selber gern. Ja, das ist aber meiner. Hast du Pech. Mein IDI. So, ja, wirklich was Besonderes gibt's hier nicht. Ich sehe zumindest auch nichts. Hier ist immer nur dasselbe drin. Ein paar Kronkorken und hin und wieder Vorkriegsgeld und ja, das war's eigentlich. So, wir fahren noch mal runter. Da zur Schwefel Dingsbums. Oh. Schnauze. Ach so, jetzt sind wir hier von der anderen Seite. Ah, verstehe. Oh. Hier waren wir aber noch nicht. Nö, sind noch Korken drin. So, gibt's hier denn noch was? Hinsetzen, Schreibtisch? Nö. Auch nichts Besonderes. Nö. Ich sehe hier auch nichts mehr. So, da waren wir ja drin. Beziehungsweise da sind wir ja hergekommen. Da geht es wieder runter zur Höhle. Zu der Schwefelhöhle. Jupp,
da geht's wieder runter zur Schwefelhöhle. Okay, nö, dann würde ich sagen, wir haben eigentlich die komplette Höhle. Hier gibt's nichts mehr. Ist ja auch mal sehr, sehr seltsam. Was glotzen Sie denn so? Ich glotz doch gar nicht, halt's Maul. Oh, da gibt's eine Krankenstation. Da will ich rein. Hihi. Arzttasche, Stimpack, Rebound, Dirty Water. Nehme ich alles mit, dankeschön. Hier waren wir doch gar nicht drin. Stimpack, Arzttasche. Oh, und ein Patient. 6585645. Und moderne Arzt. Und noch ein Patient. Und noch eine Arzttasche, Alter. Kaliber 20 Patronen. Und erste Hilfe. Was ist denn hier los? Man hat das Gefühl, man wird gerade auf irgendeinen Endboss vorbereitet. Nur wüsste ich gerade nicht auf welchen. Noch ein Patientendings. Noch ein Patienten. Alter Schwede. Ist das ein Audiolog oder? Nö. Männlich, Alter 34. Patient wurde von der Polizei eingeliefert. Dies ist der 9. Vorfall. Bleib. Ist der 9. Vorfall dieser Art und wir suchen nur nach einer längeren Unterbindungsmöglichkeit für den Patienten in unserer Einrichtung. Männlich, Alter 31, interpretiert die Aktion anderer oft als feindselig. Er empfindet freundliche Interaktionen von Krankenschwestern als Anmache. Wir haben auch bemerkt, dass andere Patienten nach längerem Kontakt eher dazu neigen, aggressiv auf ihn zu reagieren. Wegen der defensiven Natur von ... und so die von ... wahrgenommene Feindseligkeit noch verstärken. Aha. Männlich, Alter 27, Patient wurde von der Polizei eingeliefert. Patient behauptet ihn verspottende Stimmen zu hören. Nach Aussage des Patienten glaubt er früher, dass diese Stimmen aus dem Radio seines Großvaters kämen. Inzwischen glaubt er, dass diese Stimmen aus ihm selbst kommen und sucht nach Hilfe. Männlich, Alter 22. Patient gibt an, verrückt zu sein. Patient behauptet oft das Gefühl zu haben, außerhalb seines Körpers zu sein. Dieses Gefühl war so intensiv, dass der Patient während solcher Episoden aus der Balance geriet. Die unfallfreie Bewegung durch die Klinik war oft schwer für ihn. Okay. Das ist... ja. Ich weiß zwar nicht, was uns das jetzt bringen soll, aber ist okay. Ist schön, dass wir das wissen. Stimpack Rebound. Oh, hier gibt es ja Zeug für uns. Das ist ja... heftig, Lich. So einen... Flugroboter hätte ich selber gern. Lasst mal alle meinen IDI in Ruhe. Das ist meiner und die Frameszahl gehen schon wieder in den Keller zurück. Warum auch immer. Und hier kommen wir wieder ins Café. Ja. Wie gesagt, aber was wir eigentlich hier tun sollen, ich habe keine Ahnung. Oder wozu es die Vault 19 überhaupt gibt. Haben wir denn da vielleicht eine Aufgabe? Einen Weg finden, den Zugang zum Schwefel zu unterbinden. Zum Schwefel? Zur Schwefelhöhle oder was? Living Quarters. Ach so, Moment. Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen harten Kampf einstellen. Gehen wir da doch nochmal hin. So. Jetzt sind wir hier unten. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo was. Was uns hier weiterhelfen kann. Hm.
müssen wir denn lang? Ich habe im Moment leider keine Ahnung. Ich versuche einfach mal jetzt dem Marker zu folgen. Wie ich ja schon mal gesagt habe, das Teil ist ja komplett blind für mich. Also hier Vault 19. Inklusive Schwefelhöhle. Aktivieren Mikrozline-Stein. Ah. Die Kristalle auf diesem Stein zeigen, dass ein Kaliumvorkommen in der Nähe ist. Strategisch angebrachtes C4 könnte die Höhle und die Vault zerstören. Und dann weglaufen lassen. Ja. Oh, Moment. Zuerst speichern. Das würde ich mir ansehen. Für diese Aufgabe brauchen Sie mindestens 5 Pakete C4. Oh, wir haben aber, glaube ich, nicht so viel hier, oder? Sagen wir, dass du C4 hast. Nein, hat er natürlich keines. Schade. Wir haben nur 1. Oh. Na gut. Oh, da brauchen wir auch 3. Oh. Verdammt. Da brauchen wir ja auch 3. Okay, ich glaube, dann müssen wir noch mal ein bisschen C4 besorgen gehen. Gut, wenn sich nicht täuscht, liegen in Novak noch genügend rum. Da glaube ich, haben wir noch ein paar. Wie gesagt, wie viel wir jetzt genau liegen haben, weiß ich jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, auf 3 können, da kommen wir immer. So, auf jeden Fall, wir gehen mal wieder raus aus der Vault. Wo geht's denn hier? Aus der Vault, aus der Vault, aus der Vault. Cafeteria. Cafeteria. In der Nähe der Cafeteria sind wir auch in der Nähe vom Ausgang. Krankenstation. Oh, Alter, gehen hier die Frames im Keller. Einen kleinen Flugroboter hätte ich selber gerne. Lass doch mal meinen Flugroboter. IDI hat sich ja schon Angst, dass ich den verkaufe. So, Overseer. Nee, ich würde gerne nach draußen. Ja. So, machen wir auf die Luke. Wird das irgendwie seltsam? Eigentlich müsste das Teil... Ach, fährt sogar ran. Letztes Mal ist das Teil nämlich nicht rangefahren, als wir das Teil zugemacht haben. Da hat sich das Dings nämlich überhaupt nicht bewegt. Aber so geht's natürlich auch. So, okay, wir gehen wieder raus. So, und jetzt gehe ich nochmal nach... Freeside! Ich will ja immer noch den einen Dingens da finden. Also nach Old Mormon Fort. Vom Osttor von Freeside. Und irgendwo. Hier muss Old Mormon Fort sein. Nur wo? Vom Osttor aus, irgendwo. Wir reisen mal zum Osttor. Komm. Das gibt's doch nicht, dass ich das Teil nicht mehr finde. Old Mormon Fort. Warum finde ich das Teil nicht mehr? Vom Osttor, die Mauer entlang. Sieht aus wie ein Vor. Vielleicht das da vorne. Gehen wir mal rüber. Wäre zumindest plausibel, dass das ein Vor ist. La 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 la.
Was steht da drauf? Die Crimson-Karawane. Also die kaminrote Karawane ist da drin. Ist aber auch nicht karmesinrote Karawane. Nee, da müssen wir doch auch nicht hin. Ich suche Old Mom und Ford. Das gibt's doch nicht. Ich finde das Teil nicht mehr. Schacht, kein Zugang. Alter, Old Mom und Ford, wo ist das? Ich finde den Schinken echt nicht mehr. Nee. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir kurz mal bei den Waffenschiebern vorbeischauen. Old Mom und Ford. Ich hoffe, das ist aber nicht das Gebiet, wo wir uns damals die RNK-Power-Rüstung geholt haben, da wo wir alles über den Haufen geknallt haben. Willkommen, Sir oder Madam. Möchten Sie etwa... Angebot. Ja. Was hat er denn Schönes? Maschinenpistole. Pistole. Was haben denn wir eigentlich zu verkaufen? Eine 9mm... Love and Hate. Golf Driver, Rumsbums, Splittermine. Komm, die Wurfmesser verkaufe ich wieder. Die sind ein Schmarren. Und ich brauche keinen Schmarren. Was haben wir denn sonst noch dabei? Kamerafilm. Yay. Yeah. Weiß ich jetzt zwar auch nicht, was wir damit tun sollen, aber egal. Jagdrevolver. Kriegskeule, leichtes MG, Minigun. Die Minigun nicht so scheiße wäre. Ja, tut mir leid, ist aber so. Minigun ist wirklich ein Schmarrn. Leider, muss man sagen. Tomahawk, Tremperbüchse, Yu-Gi-Oh! Handschuh. Was gibt's da noch bei Autogaus? Ein paar Mods. Hier. Neural Data Tool, Razor Nail Implantat. Gott, was hier alles gibt. Ziellaser, 10mm Pistole, 12,7mm Pistole, Stalldämpfer. Hui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 . Brauchen wir da was? Nö. Eigentlich. Nicht wirklich. Plasmagewehr, Präzisionsgewehr, reduziert das Gewicht. Nee. Aber noch ein paar 9mm Patronen. Hat er denn ein paar? Ja, da hat er ein paar. Können wir ja ein paar kaufen. Wie viel haben wir denn gekauft? Ja, können wir unser selber gebautes Gewehr wieder ein bisschen hernehmen. Oh, da geht noch ein bisschen was. 4, komm, dann gehen noch 4. 0, akzeptieren, passt. Genau 0, das passt gut. Dann können wir wieder nämlich unsere Homemade Rifle wieder ein bisschen ausrüsten, das ist super. Ich mag die. Old Mom und Ford, wo finde ich das Teil? Natürlich könnte ich jetzt offline auch suchen, aber nö. Wenn ich hier leiden muss, müsst ihr auch leiden, ganz einfach. Das gibt's doch nicht, wo ist denn der Scheiß? RNK-Pachtfarmen, Aerotech-Bürokomplex, Raststätte. Das ist aber markiert auf der Karte. Ich weiß, dass das Teil markiert ist. Wir waren doch schon da. Nordtor, Osttor. Bruderschaft. Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das?
Ja, manche werden sich wahrscheinlich jetzt gerade an auf die Stirn hauen, vor allem einer, aber ist mir egal. Ich suche das, ich werde das ohne Dingens finden, ohne nachzuschauen, also ohne jetzt hier irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das, irgendwann werde ich es finden. Gibt's doch nicht, wo ist denn das? Das ist nicht mehr hier, das ist nicht mehr eingezeichnet auf der Karte. Das ist nicht mehr eingezeichnet, das ist... sehr, sehr seltsam. Pfandhaus, Westside. Geplünderte Karawane. Filzhütte. Das ist nicht mehr hier. Oder befindet sich das in Freeside? Das könnte natürlich auch noch sein. Wir haben ja letztes Mal nur auf den Strip geguckt. Komm, wir gucken doch mal in Freeside selber, aber nicht auf den Strip. Lalala, zuerst trinke ich aber noch eine Cola. Coca-Cola. Gibt's übrigens auch zu kaufen. Allerdings ist mir der Versand zu teuer, da das nur Deutschland ist. Und bis zu mir nach Hause kostet das Teil relativ viel. Oh, ich würde das so gern mal ausprobieren. Coca-Cola. Oh, so viele Trefferpunkte. Bringt das jetzt nicht unbedingt. Macht ein bisschen durstig sogar. Können wir gleich noch ein Wasser hinterher. So, und dann schauen wir mal, ob wir Old Mom und Ford jetzt finden. Gibt's doch nicht. Das muss doch noch hier sein. Das ist doch nicht weggeflogen. Ja, ich mach gleich Peng, Peng, Peng. Aber mit dem Typ, der gleich da vorne um die Ecke wieder rauscht. In 3, 2, 1, jetzt. Sag ich doch. Freeside-Schläger. Ab mit dem Kopf. So, Old Mormon Fort. So, habe ich denn hier eine lokale Karte? Mick and Ralphs. Old Mormon Fort! Ach, das Sunny-Teil! Ach, Mann! Das Lazarett! Warum kann ich da oben reinsehen? Mal ganz was Neues. Dass ich in ein Gebäude reinsehen kann, wo ich gar nicht rein kann. Ach doch, hier auch. Durstig? Geil!